Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man eine Aufnahme im Gegenlicht, wo der Himmel naturgemäß fast ausbrennt, nachbearbeiten kann. Also ich war hier in Rom, hier im Hintergrund sieht man den Petersdom und ich befinde mich auf der Engelsburg. Und zufälligerweise setzte sich oben auf der Dachterrasse der Engelsburg eine Möwe auf diesen Steinquader. Es war eigentlich so der Beginn der goldenen Stunde, also schön zum Fotografieren, aber da die Sonne wirklich hier in etwa war, so schräg dahinter, ist dieser Bereich, wenn man versucht, die Möwe aufzunehmen, natürlich nahezu ausgebrannt, zumal wir gar keine Wolken am Himmel hatten. Und jetzt versuche ich mal eine Balance zu bekommen zwischen stark unterbelichtet und überbelichtet und wie man diese Farben so in etwa versucht wiederherzustellen. Dazu möchte ich erstmal das Bild insgesamt ein bisschen heller gestalten. Also der gesamte Bereich hier und natürlich die Möwe mit dem Stein sind mir zu dunkel. Das kann man am einfachsten korrigieren, indem man eine Anpassungsebene Belichtung nimmt und dann guckt, wie einem das gefällt. Also jetzt wird es schwierig mit dem Himmel. Der Himmel wird ja jetzt noch heller. Das ist ja das, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Aber darum kümmere ich mich gleich. Ich gucke jetzt mal, wie der Rest aussieht. Also die Möwe und der Stein sind sehr dunkel. Die sind so gesehen dunkler als der sonstige Hintergrund, diese Stadtkulisse. Insofern achte ich jetzt mal mehr, wie ich so diese Stadtkulisse ausleuchten will. Und ich würde mal sagen, ich möchte die in etwa so ausleuchten. Nun habe ich aber das Problem, dass ich natürlich alles heller gemacht habe und so gesehen auch den Himmel. Also das Ausbrennen ist jetzt eigentlich noch stärker ausgeprägt. Aber da gibt es seit Affinity Photo Version 2 ein neues Feature. Und zwar, wenn man die Options- oder Alt-Taste gedrückt hält und auf diese Maske geht, kommt ein neues Menü und wir brauchen jetzt die Helligkeitsbereichsmaske. Das ist, was in Photoshop oder in anderen Software sich Luminanzmaske nennt. Und zwar, ich erkläre das mal kurz, leg das mal beiseite. Wir haben hier eine Kurve, die jetzt allerdings oben angelegt ist. Das heißt, alle Lichtwerte werden durchgelassen. Links sind die dunklen Lichtwerte und rechts sind die hellen Lichtwerte. Also wenn ich jetzt verhindern will, dass sich diese Belichtung, die ich ja hier gerade eingestellt habe, auf diese hellen Bereiche sich auswirkt, dann muss ich einfach nur den Graph hier runterziehen. Und das gucke ich jetzt einfach mal nach Gefühl. Es geht ja im Wesentlichen um den Himmel, der sehr gleichförmig ist. Deshalb benutze ich hier auch diese Methode. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, eine Auswahl zu erstellen. Aber ich finde, so geht es schneller und so kriege ich auch nicht so komische Verwerfungen an den Kanten. Also, gehe hier runter und gucke, wie weit ich das so treiben will. Also ich würde hier mal die Kurve in etwa so anlegen. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was wir erreicht haben. Nur durch die Helligkeitsbereichsmaske und hier insgesamt. Nun ist klar, die Möwe, auf der ich auch fokussiert habe, also die ist scharf, während der Hintergrund leicht unscharf ist. Das ist hier für mich das Hauptmotiv und insofern muss das natürlich auch richtig ausgeleuchtet sein. Und dazu erstelle ich jetzt erstmal eine Auswahl von der Möwe zusammen mit dem Stein. Dazu muss ich auf diese eigentliche Hintergrundebene, nämlich das Bild, und nehme mal hier das Schnellauswahlwerkzeug. Ich fahre hier mal so über diese Bereiche so rüber und gucke, welche Grenzen und Kanten hier so erkannt werden. So, man sieht, Affinity Photo hat hier so seine Probleme. Ich zoome mal ein bisschen ran. Bestimmte Kanten kriegt er nicht hin, weil sie ihm einfach zugleich sind. Ich mache jetzt mal den Pinsel deutlich kleiner, um jetzt noch die Beine reinzubekommen. Das ist also praktisch ein Tipp, dann klappt es oftmals. Hier hat er allerdings, ich zoome mal wieder ran, hier hat allerdings die Software erkannt, dass die Beine und der Hintergrund eins sind. Dann mache ich Folgendes, ich mache den Pinsel mal noch ein bisschen kleiner, halte die Optionstaste gedrückt und es bedeutet, er findet eine neue Auswahl und die zieht er ab. Und es geht in diesem Fall gar nicht mal so schlecht. So kann ich hier das Ganze versuchen nachzuarbeiten, aber wir sehen schon, so richtig optimal kriege ich es hier nicht hin. Insofern gehe ich jetzt mal auf Maske verfeinern. Und dann ist es ganz einfach. Man fährt einfach mit dem Pinsel über die Kanten rüber, wo man meint, die sollen man nochmal neu berechnet werden. Also hier war es eigentlich alles ganz gut. Ich könnte es nochmal an den Beinen hier so probieren. Das gefällt mir jetzt auch ganz gut. Und jetzt male ich nochmal über die Kanten von diesem Felsen. Die werden
verschlimmbessert, wie wir hier gerade so sehen. Also ihr findet, die Foto findet nicht so ganz die Kanten. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Ich zoome mal dazu ran, denn wir können auch den Vordergrund anwählen. Wir können sagen, die Auswahl soll sich hier weiter auf den Vordergrund erstrecken. Das Problem dabei ist, man sieht's, er sucht nach gleichen Tonwerten und damit, die findet er eben, weil die ziemlich gleich sind, eben auch im Hintergrund und deswegen hat jetzt findet die Foto Probleme, diese hier zu identifizieren und sieht jetzt ein bisschen wirr aus. Also es ist insgesamt zwar schon besser, aber eben nicht wirklich gut. Wir können es ja vorsichtshalber nochmal probieren, indem wir das gleiche jetzt machen, nehmen wir mit dem Hintergrund, indem wir versuchen hier wieder ein bisschen was abzuziehen. Ja, es geht hier mäßig, wie man sieht. Also insofern würde ich es jetzt mal dabei belassen und das anderweitig nacharbeiten. Dazu werfe ich das Ganze erstmal aus. Und zwar als neue Ebene mit Maske. Wir sehen, wie jetzt das ausgefranst ist. Also wahrscheinlich würde man das jetzt in der Bearbeitung gar nicht weiter sehen, weil es ja, wie man hier sieht, gar nicht so die hohe Deckkraft hat und die Kanten ansonsten schon relativ gut getroffen sind. Aber ich zeige jetzt nochmal eine Methode, wie man auch das jetzt nochmal nacharbeiten kann. Also automatisch ist ja jetzt die Hintergrundebene ausgeblendet. Das lasse ich jetzt auch mal so, damit wir das hier besser sehen. Also ich gehe jetzt hier, ich benenne es erstmal um, in Möwe. Gehe jetzt auf die Maske und nehme mir einen schwarzen Pinsel. Damit versuche ich jetzt erstmal hier diese störenden Bereiche auszumaskieren. Also die entferne ich jetzt mal wieder. Ich mache das jetzt für das Video nur mal schnell. Ich habe es natürlich alles ein bisschen ordentlicher gemacht. Wobei man sieht es am Ende hier bei dieser Art vom Bild nicht so doll. Jetzt wechsle ich die Farbe auf Weiß und möchte wieder ein bisschen was hier zurückholen. Nämlich hier vom Felsen. Das mache ich mal so. Und was man ja sieht, die Beine sind jetzt so transparent geworden. Also ich werde jetzt mal ein bisschen was von den Beinen zurückholen. Also ich höre jetzt mal für das Video hier auf. An diesem Bereich müsste man sicherlich noch ein bisschen ordentlicher arbeiten. Jetzt mal wieder die Vollansicht und aktiviere mal wieder die Hintergrundebene. Dann habe ich ja gesagt, dass ich die Möwe und den Stein nochmal separat aufhellen will. Das war also einer der Gründe, warum ich jetzt diese Auswahl erstellt habe. Also wähle ich jetzt dieses Foto an und erstelle nochmal eine Anpassungsebene Belichtung. Die muss ich jetzt allerdings hier drauf klippen, sonst würde es sich auf das ganze Bild auswirken. Ich möchte nur die Möwe. Und jetzt gucke ich mal, wie weit ich die noch aufhellen möchte. Also ich würde hier mal so bis zu diesem Wert rangehen. Das nächste, was hier garantiert noch gut kommt, ist, wenn man hier noch ein bisschen Schärfe und ein bisschen Kontrast reinbringt. Also die Möwe ist scharf und da ist auch Kontrast drin, aber das möchte ich noch erhöhen. Also wähle ich wieder diese Ursprungsebene mit der Möwe an und nehme den Filter Klarheit. Klarheit schärft ein bisschen und setzt Kontraste hauptsächlich in den Mitten. Und das möchte ich jetzt machen. Ich empfehle dazu, wirklich jetzt mal ordentlich ranzuzoomen, damit man sieht, was eigentlich passiert. Denn ich mache es mal ganz doll, dann sieht man, dass es so Artefakte gibt. Also es sieht unnatürlich aus. Und das hängt jetzt je vom Bild ab und natürlich auch vom Geschmack, wie stark man hier rangehen will. Also ich würde hier durchaus hier bis zu diesem Wert so rangehen und kann ja mal diesen Vorher-Nachher-Effekt dazu zeigen. Also es sieht, wenn man jetzt den direkten Vergleich sieht, hier softer aus als hier. Hier ist es knackiger. Und ich sagte ja schon, auch Kontraste würde ich jetzt hier noch reinsetzen. Gehe mal ein klein bisschen wieder raus und nehme jetzt mal die Anpassungsebene Helligkeit Kontrast. Die klippe ich auch auf diese Gruppe mit der Möwe. Und jetzt sage ich mal, ich möchte mehr Kontrast haben. Das Problem ist, wir sehen es. Wenn man mehr Kontraste macht, dann wird auch alles gleich wieder ein bisschen dunkler. Deshalb taste ich mich mal daran. Ich gehe ja mal hier auf 20% und der Helligkeitsslider ist nicht umsonst daneben, dass man nämlich gleich wieder dieses Abgedunkelte aufhellen kann. Und da würde ich sagen, gehe ich hier mal so ran. Also ich mache mal vorher, nachher und finde, dass es so jetzt besser kommt. Nun möchte ich mich dem Himmel widmen. Also ich möchte da jetzt keine wilden Farben und auch keine Wolken reinmalen. Könnte man natürlich machen. Aber der Himmel war nun mal, wie er war. Er war wolkenlos. Und dann fotografiert man eben in diesen Dunst so hinein. Und das sieht dann so aus, wie es jetzt aussieht. Es war, wie gesagt, so der Beginn der goldenen Stunde. Man kann es noch erahnen, weil es ist ja nicht wirklich weiß, wenn man hier rauf geht, sondern man sieht ja, dass da so leicht orangene Töne drin sind und die Schatten ganz lang sind. Also man sieht es auch hier unten, man sieht es hier. Und diesen Effekt möchte ich jetzt wieder zurückholen und verstärken. Und zwar auf das ganze Bild. Und deshalb gehe ich jetzt mal wieder nach oben und benutze dafür eine Anpassungsebene Objektivfilter. Wir sehen, was standardmäßig passiert. Das Ganze wird eingefärbt.
als wenn man auf der Linse einen Filter draufgeschraubt hätte. Und das Ganze kann man sich dann hier auch einstellen. Mir gefällt diese Farbe eigentlich schon ganz gut. Man kann sie aber allerdings auch ändern. Also vielleicht gehen wir tatsächlich ein klein bisschen mehr ins Rot, aber nicht zu sehr. Also das passt eigentlich schon. Bin also grundsätzlich damit zufrieden. Ich finde aber, dass jetzt die Möwe und dieser Himmel, also diese Seite des Himmels, mir zu orange ist. Also dieser Bereich, das lasse ich mir noch gefallen, aber hier finde ich, müsste langsam diese Tönung nachlassen. Also zeichne ich eine Maske auf diese Anpassungsebene. Dafür nehme ich das Verlaufswerkzeug und ziehe mir nur einen Verlauf hier rüber. Also wir sehen schon, was passiert. Schwarz heißt, die Maske wird verdeckt und weiß, sie wird durchgelassen. Also drehe ich einfach mal nur die Punkte und ziehe es mir so hier rüber. Man sieht, dass also hier oben gar kein Effekt ist, also wirkt es jetzt schon ein klein bisschen blauer und der wird dann eben entsprechend immer stärker und den Übergang, an welcher Stelle das Ganze so passieren soll, kann man dann noch selbst regulieren. Und dann, den setze ich mal so in etwa hier hin, denn mir gefällt es, dass hier jetzt ein orangener Schein ist. Und wenn ich möchte, dass dieser Bereich ein bisschen blauer wird, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme mal folgende, ich erstelle eine neue Ebene. Die nenne ich mal Himmel und mache das eigentlich so ähnlich wie eben. Ich nehme einen Verlauf und zeichne eine Farbe drauf. Diesmal nehme ich aber nicht den Objektivfilter, also das ist praktisch jetzt eine weitere Möglichkeit, die man anwenden kann, je nach Fall. Ich muss allerdings den Blendmodus verändern. Da nehme ich mal Multiplizieren. Multiplizieren heißt, die dunklen Farben werden durchgelassen und die hellen nicht. Muss man jetzt im Kopf haben bei dieser Mischmethode, wenn ich hier anfange. Denn gleiche Methode wie eben, ich drehe das Ganze bis hierhin. Dann habe ich ja hier standardmäßig schwarz ausgewählt. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich brauche nur die Farbe ändern, indem ich jetzt hier drauf gehe. Suche mir eine Farbe aus, sagen wir mal die. Damit kann ich jetzt so ein bisschen spielen, wie ich es haben möchte. Kann jetzt den Verlauf auch weiter rüberziehen oder zurück, wie ich es will. Kann den Übergang ändern. Also ich glaube, ich will ihn weiter hier oben eigentlich haben. Und ich kann, wenn es mir zu heftig ist, nochmal die Deckkraft reduzieren. Also wie so oft in meinen Tutorials übertreibe ich es hier immer so ein bisschen eigentlich nur, um diese Effekte zu zeigen. Ob man sie in Realität so darstellen würde, ist dann fraglich. Aber so in etwa wäre das fertige Bild. Man hätte wieder die goldene Stunde hergestellt und die Möwe wäre jetzt anständig im Fokus. Ich zeige mal, was wir eigentlich alles so gemacht haben. Wir sind hier gestartet. Und dort gelandet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial ein wenig helfen und inspirieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.